Okay, so. Dann schlucken wir das, dass du aufnimmst. Dann haben wir noch ein Schlückchen. Und dann kann es losgehen. Song ab. Wow. So, hello Party People. Ich melde mich wieder mal allein, kurz an dem Freitag, 9. Oktober, ist es heute. Jetzt knapp 4 Uhr gesehen, wird das Ding nachher gerade aufgeladen. Und habe mich an dieser Stelle wieder mal bedanken für alle die mega, mega netten Feedbacks zum Podcast. Ich bin wirklich mega happy mit einerseits, was die schreiben und andererseits auch mit den Zahlen. Ja, die sind wie andere Zahlen sehr steigend. Aber da ist es wirklich sehr erfreulich. Darum vielen, vielen Dank allen Menschen, die mir hören. Wenn es euch gefällt, gebt nicht mehr irgendeine. Zum Beispiel auf Apple Podcasts Bewertung ab, ein paar Sterne, am besten 5, irgendeinen noch einen netten Kommentar. Würde mich sehr freuen. Auf YouTube abonnieren, nicht nur wegen Podcasts, sondern auch wegen zwei, drei anderen Sachen, die ich jetzt dann gerade erzählen kann. Auch ein großes Dankeschön an Chimpy, habe ich ein paar Mal erwähnt, ist der erste Sponsor gewesen, den man kann beim Podcast. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, ja, man kann Werbung machen. Bei diesem Podcast, falls das jemand interessiert und mal sich mit in Verbindung setzen auf meiner Webseite sind Kontaktdaten. So, jetzt, warum den YouTube-Channel abonnieren? Nicht nur wegen dem Podcast, sondern auch wegen meinem Solo. Und zwar nicht das, was ich ab nächster Woche spiele, sondern mein letzter Feel Good Comedian. Das haben wir ja nicht können fertig spielen, aus uns allen bekannten Gründen. Es hat noch zwei Vorstellungen hatte ich noch gehabt. In Bern hatte ich noch eine gehabt und zu Basel dernière. Das heisst, die letzte Vorstellung, die ich gehabt habe, war am 12. März 2020. Das war der Donnerstag. Vor dem Freitag, wo dann schon sehr viel Arbeit gefahren worden ist, am Montag drauf ist er dann quasi ganz Arbeit gefahren worden. Und den Donnerstag habe ich in Zug gespielt. Cenk ist dabei gewesen, Support, wie immer. Und ganz viele Tickets im Vorfeld sind zurückgegeben worden. Und ein paar sind dann einfach nicht aufgetaucht, obwohl sie Tickets hatten. Und somit haben wir am Schluss 13 Leute im Publikum gehabt. Und es ist ja schon so ein bisschen spürbar gesehen, dass das vielleicht die letzte könnte sein für eine Zeit, die letzte Show. Und es ist eine von der schönsten Übungen in meinem Leben gesehen, wirklich. Es ist traumhaft gesehen. Und ich habe eine Aufnahme von dem, eine Videoaufnahme. Die ist nicht die bombastischste. Gut, ist man sich von meinen Soloaufnahmen auch nicht gewöhnt. Also vor allem halb idiotisch sehr bedenklich. Aber das ist eigentlich genau aus dem Grund, weil wir einfach mega gerne eine Kamera aufstellen, ein bisschen mitfilmen. Man muss sogar nach 29 Minuten und spätestens 59 Sekunden wieder neu aufnehmen. Weil ganz tolles Gesetz, Fun Fact, dass, wenn man eine Videokamera hat, man einen anderen Zoll zahlt, Zollbetrag, ja, als wenn man eine Fotokamera hat. Und wir haben eine Fotokamera, die auch noch filmt. Und dann darf sie nicht mehr als 30 Minuten filmen, sonst zählt es als Videokamera. Dann müsste man mehr Zoll sagen, das will, zahlen und das will keine Firma, die Fotokameras herstellt. Ja. Darum ist das halt auf so einer Aufnahme, wie sie dort entstanden ist. Aber es ist so eine spezielle Probe gesehen, dass ich gefunden habe, ich lasse das auf. Das kommt, der Sonntag. Ich schaue, man kann das ja sogar timen mittlerweile bei YouTube. Am Sonntag, am 12. sage ich jetzt einfach mal. 12 Uhr am Mittag, ab dann ist mein letztes Solo in voller Länge auf YouTube zu sehen. Und ja, mit so zwei, drei kleinen Mini-Unterbrüchen, wo man eben dann hätte die Kamera resetten. Aber ja. Schaut es an, ich bin immer noch sehr, sehr stolz auf das Programm und freue mich über jede und jeden, der das schaut.
Darum, das einfach so als kleines Dankeschön. Und einfach, weil eben, ich es ja gar nicht fertig spielen konnte. Und weil ich ja schon ein neues Programm habe. Und wenn man ein neues Programm hat, für mich ist es immer so, dann kann man das alte Zeug auch gern in die große, weite Welt schicken. So, weil ich spiele es ja nicht mehr. Natürlich gibt es noch einzelne Teile, wo in irgendwelchen Shows ab und zu mal vorkommen, aber das Programm als solches, Feel Good Comedian, gibt es nicht mehr, hat auch keine Derniere geführt, sondern das war die Derniere. Und irgendwie, es ist ein tolles Dokument von der damaligen Zeit. Es ist richtig, ich finde, es ist mega spürbar, was dort passiert ist. So. Es ist eine spezielle Stimmung gewesen und es ist irgendwie also jetzt nachträglich zu wissen, was danach alles passiert ist. Ja? Und das dort noch nicht zu wissen. Und trotzdem schon so eine Gespür haben von, was könnte alles noch passieren. Hat es mega einzigartig gemacht, ja. Und alle Menschen, die dort gekommen sind, sind wirklich super tolle Zuschauer gewesen. Wirklich 13 Menschen im Publikum. War für mich früher so eine absolute Horrorzahl gewesen, wo ich so dachte, oh mein Gott, wie wenig Leute ist das denn? Ist ja auch der Negativrekord dann gewesen. Ich glaube, was hatte ich? 16 mal? 15? Irgendwie so. Genau, 2015 hatte ich 15 Leute. Ich habe gedacht, das geht jetzt ähnlich wie mit den Jahreszahlen, Zuschauerzahlen. Also unter 15 wird es nie mehr. Und dann sind es 13 gewesen. Aber die sind so gut drauf gewesen, dass ich gemerkt habe, die Anzahl Zuschauer ist wirklich völlig relativ. Und wie man es auch jetzt merken. Wie man es auch jetzt merken, bei allen Shows kann ich glaube für fast alle aus dem nicht nur Comedy, sondern insgesamt Veranstaltungsbusiness reden, kannst du etwa 2/3 abziehen vom normalen Publikum. Also ja, wenn man jetzt nicht mehr 50 hat, dann kommen 16. 17, dann ist man schon über dem Schnitt. Ja, das ist darum eigentlich auch momentan künstlerisch nach wie vor eine sehr, sehr schöne Zeit, weil die Menschen, die kommen, die haben mega Freude. Das habe ich jetzt gemerkt mit dem Tryout, den ich jetzt nochmal hatte in Rorschach. Vielen Dank den 13, die dort gekommen sind. Und ja, mein neues Programm ist in den Startlöchern. Nächsten Dienstag Premiere. Die ganze Woche zu Basel, danach an fast jedem Ecke von der Schweiz sicher und auch an sehr vielen Ortschaften. Wir haben es, glaube ich, geschafft, dass wir nie mehr als 30 Kilometer Distanz haben zwischen einer Show und einem Ort. Also, wenn ihr euch in der Lage fühlt, nebenan zu gehen, gesundheitlich und einen schönen Abend genießen, würde mich mega freuen, wenn ihr mal vorbeikommt bei irgendeiner Show. War sicher toll, es macht extrem Spass und natürlich sagt man das immer irgendwie vor einem Programm, aber also bis vorgestern hatte ich es nicht gesagt, aber nachdem ich noch mega fest überarbeitet habe und das gestern jetzt nochmal gespielt habe, muss ich wirklich sagen, ist es das beste Programm bis jetzt. Also ich empfinde es so und die Feedbacks gehen bis jetzt auch in die Richtung. Also, vielleicht, wenn ihr Comedy schauen wollt, dann ist es sicher nicht schlecht, dass ich das Programm jetzt spiele. Ja, also würde mich wirklich sehr freuen. Aber ich glaube, da rede ich für alle aus unserem Bereich. Ja, schaut, was momentan so ist. Wenn ihr wollt gehen, hey, wir würden uns mega freuen. Ich verstand aber auch jede und jeder, der momentan sagt, noch nicht gerade. Ja, morgen vielleicht, aber noch nicht heute. Alles völlig okay. Ich freue mich riesig. Ich habe mega Freude. Ich habe Sachen in das Programm implementiert, wo ich zum Teil schon lange gewusst habe, zum Teil auch schon Kollegen und Kolleginnen predigt habe. Und so. Aber es ist dann halt zum Teil auch wirklich einfach eine verdammte Fleissarbeit. Und zwar eine mega unromantische. Nämlich, dass man einfach nicht mehr sich muss einsperren und halt einfach wirklich stundenlang, also wirklich halt einfach so 14 Stunden am Tag, einfach muss durchziehen. So. Und einfach am Laptop sitzen und machen und machen und machen und nochmal die Aufnahme hören und nochmal dort etwas Kleines umstellen und das nochmal und hören, wieso ist es so lustiger als bei deren Aufnahme und das dann zusammenfügen und so weiter und so fort. Ich will euch nicht langweilen, aber ich habe Außenarbeit gemacht und ich habe Innenarbeit gemacht und
das Ergebnis ist wirklich, ich bin mega happy. Also so eine Premiere können starten, habe ich sehr gefreut. Weil auch der Cenk ist wieder sensationell, ist wieder dabei als Support Act. Er hat auch gefunden, hat sich nicht angefühlt wie ein Tryout gestern, sondern schon recht gut. So, jetzt fertig Lobhudelei und Werbung gemacht. Wenn du kommst, das eine Solo ist ab dem Sonntag online, das neue Solo live. Ja? Und damit die Menschen, die bis jetzt gelost haben, die gefunden haben, der Aldi labert zwar nur irgendwelche Eigenwerbung und was weiß ich für Scheiß. Für die Menschen erzähle ich euch jetzt, was ich die letzten zwei Wochen so gemacht habe. Ja, es ist recht viel passiert, muss ich sagen. Der letzte Podcast aufgenommen habe ich nämlich am 23. September mit Manu von Divertimento. Haben, glaube ich, zwei, drei von euch gelost, wenn ich so Zahlen anschaue. Und danach keine mehr. Bis heute. Ja? Weil wir haben ja noch den mit dem Mittermeier aufgenommen. Der war dann für diese Woche gesehen und für die Woche drauf. Und auch mit dem Manu. Wird übrigens noch tolle Gäste haben in nächster Zeit. Ja? Also man kann ja nicht eine Hälfte von Divertimento einladen und die andere nicht. Und ich freue mich auch sehr, dass der Johnny wird gehen. Es sind schon zwei, drei Gäste. Noch großartige Kollege aus Deutschland, Christian Schulte-Loh und so weiter und so fort. Werdet ihr dann alles sehen. Jeden Freitag eine neue Folge. Und da haben wir die aufgenommen gehabt. Und dann bin ich am Donnerstag bin ich auf Berlin gefahren, von Basel, mit dem Zug. Wieder mal gefunden, ich probiere es. Und ich habe es auch gemacht, weil in dem Fall, im Gegensatz zu denen, die mein letztes Solo gelost haben, Solo-Podcast, keine Umsteige. Hilft schon mal. Das heisst, selbst wenn der Zug einfach mal eine Stunde am Bahnhof steht, du hast keinen Anschluss verpasst, sondern du musst einfach in dem Zug hocken bleiben und irgendwann kommst du dann gleich an. Tatsächlich, Stunde Sport in Berlin angekommen, hat aber trotzdem noch gelangt Soundcheck zu gehen vom Quatsch Comedy Club. Ich habe aber gefunden, zuerst noch schnell eine Currywurst. Ja, weißt, wenn du in Deutschland bist und so, und ich finde es mega etwas Feines. Also gefunden, immer wenn ich in Stuttgart bin, dort am Bahnhof, gibt es so eine ganz kleine Metzgerbude. Ja, einfach so, der hat irgendwie so zwei Stück Fleisch im Glas, Schaufenster vorne. Und hinten, glaube ich, zwei Wasser im Kühlschrank, so etwa. Und der heisst Kübler. Und bei dem hole ich immer eine Currywurst. Und das ist das Geilste. Der hat so ein richtig geiles deutsches Brot, wo du dann am Schluss noch so in die Soße tust. Oh mein Gott. Berlin, Hauptbahnhof? Eher weniger. Also eigentlich gar nicht. Das ist die mit Abstand hässlichste Currywurst, die ich jemals in meinem Leben gehabt habe. Sonst habe ich es aber sehr schön in Berlin. Bin nicht der grösste Fan von Berlin gesehen bis jetzt. Habe mich in den letzten Jahren ein bisschen anfreunden aufgrund eben vom Quatsch Comedy Club und weil ich halt auch dort auftritt. Und dann mir natürlich die Stadt nochmal anders kennenlernt, als wo man einfach nur als Tourist abgespeisen wird bei irgendwelchen Club-Eingängen. Was willst du hier? Also, ja, ein bisschen tanzen, ein bisschen etwas trinken. Ah ja, schön saufen und dann die Mädels abgraben, ne? Nein, wirklich nur, ja, etwas. Wie heißt der Club? Ja, Cookies. Das ist die Sorte von Sachen, die mir nicht so gefallen an dem Ganzen. Und jetzt aber natürlich sehe ich ein bisschen andere Seite. Und ich glaube, es hat ja viel mit sich selber zu tun, wie man etwas wahrnimmt. Und irgendwie habe ich einen mega schlechten Start verwünscht mit dieser Stadt. Aber gerade so in der jetzigen Zeit, wo Menschen sich immer so entweder für die eine oder andere Seite entscheiden, bei was auch immer, ja, nicht nur Covid oder politisch oder was weiß ich, sondern oft immer so, man ist entweder dafür oder dagegen, man ist entweder für das und man kann nicht einfach mal offen miteinander schwätzen. Habe ich in Berlin jetzt das Gefühl gehabt, dass die Leute noch recht nach dem Motto sind, leben und leben lassen, ja. Das ist zum einen natürlich ein bisschen extrem, wenn einer im Lederoutfit mit pierster Nippel einfach mal so durch die Straße läuft, so wie ein Hund. Aber mich stört es jetzt nicht spezifisch und der Rest interessiert es nicht. They couldn't care less. Und das ist irgendwie, momentan ist das recht angenehm. Ja, tolle Kollegen getroffen, mit dem Christian Schulte-Loh im Quatsch gespielt, der hat moderiert.
Johnny Armstrong ist auch auftreten, ganz toller Komiker auch. C. Highland, bin ich großer Fan von dem. Dann habe ich noch den Ben Schmid getroffen, auch ein toller Stand-Upper. Mit ihm schnell gut zum Mittagessen, Kaffee trinken und so. So sich mit Kollegen austauschen, das ist das, was auch in dieser Pause fast am meisten gefehlt hat, weil man irgendwie, man gerne halt in diesem Beruf auch Menschen trifft, die einem quasi, wie will man sagen, einem verstehen ist das falsche Wort, aber wo quasi, ja, ein bisschen kennen, von was man schwätzt, sozusagen, ja, wo man so quasi sich Sachen kann teilen, ja. Und das ist wirklich sehr schön gesehen. Bin dann sogar länger geblieben. Ursprünglich hatten wir mal Donnerstag bis Sonntag gespielt, haben aber nur Donnerstag bis Samstag gespielt. Die haben die Woche drauf dann wieder den Sonntagsbetrieb dazugenommen beim Quatsch Comedy Club. Ich habe gefunden, ich mache noch zwei Tage hinten dran. Christian Schulte-Loh hat uns eine tolle Show organisiert im Mad Monkey Room. Kleiner, cooler Club, jeden oben Comedy. Normalfall 70 bis 80 Leute momentan, was sind 26, glaube ich. Und es ist großartig losgegangen. Bester Start von einer Show, die ich in langer Zeit gesehen habe. Hans Thalhammer heisst er, der das organisiert und dann auch moderiert hat. Cooler Typ, tolle Komiker auch. Hat einerseits den ersten Einlass gemacht und wenn man reserviert hat, hat man einen Platz gekriegt und irgendwann ist halt voll gesehen und dann hat alle so spontan Zuläufer, die so gefunden haben, ja, ich gehe dann noch einfach so rein, weil es ist gratis Eintritt. Die haben dann halt nicht mehr rein können, ja. Und dann hat er schon müssen draussen fünf Leute abweisen. Und hast gemerkt, wie es ihm richtig weh tut und die dann also ein bisschen so, dann gehen wir halt heim, ja, saufen gehen wir jetzt auch nicht wirklich, okay, ja. Und dann ist die Show schon am Laufen gesehen. Und es läuft irgendwie eine rein und hinter ihr nochmal eine ganze Gruppe. Und er hat extra so ein Schild aufgestellt beim Eingang, wo steht kein Einlass. Also man muss wirklich das Schild so quasi auf die Seite schieben. Man kann nicht einfach so reinlaufen. Und die sind trotzdem reingekommen. Und er hat dann so quasi wirklich müssen unterbrechen, auch schon am Anfang gesehen von der Show und hat irgendwie so gerade ein Bild gemacht und dann hat er müssen unterbrechen, so, Entschuldigung, es tut mir leid, es gibt keinen Einlass mehr und so, wir sind voll. Und dann ist so die Stimmung ist immer mehr so, so langsam alle Energie, die sich bis aufgebaut hat, hat sich wieder so rausgezogen. Und also, es ist wirklich kein Witz, es tut mir leid und so. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich habe reserviert und weil die Gruppe nicht ist, dann schon gegangen. Es war nur noch sie gesehen eigentlich. Sie ist auf die Hintere gelaufen. Und dann hat sie gesagt, ja, aber die Reservation verfällt halt eine Viertelstunde vor der Show, weil eben dann hat er noch so zugelaufen, ich hätte dann noch reingelassen. Und dann hat er so gesagt, ja, aber einfach, dass das wisst, wir haben jeden Tag haben wir Shows und eben vorher anmelden, dann können wir da sicher rein. So. Und sie läuft raus und sie rief einfach so zurück. Ich glaube, ich komme gar nie mehr. Es war einfach so totenstille gesehen im Raum, so, oh mein Gott. Und dann aber hat sich mega schnell gelöst, weil dann ist der erste Act auf der Bühne. Der Hans ist raus, hat sie noch können auffangen. Und sie ist die Begleitung gesehen von der einen, die auftreten ist. Das heisst, sie ist schon vermerkt gesehen auf der Liste, aber ist noch nicht gekommen, weil sie ist zu spät gesehen mit irgendwie, weiß nicht, was es war, alleinerziehend und hat noch das Kind ins Bett bringen, glaube ich. Irgendwie so. Also die Stimmung ist dann noch gut geworden. Da haben wir eine geile Show gemacht, wo man in der ersten Hälfte spielt. Auf so 10 Minuten, was man halt so gerade so ins Programm will nehmen. Und die zweite Hälfte komplett improvisiert. Nämlich, du gehst auf die Bühne und hinter dir hat es einen Bildschirm und in dem Moment, wo du dort drauf schaust, kommt ein Begriff und zu dem musst du dann irgendetwas einfallen lassen und am besten etwas Lustiges. Und das hat extrem Spass gemacht und es gibt einem dann irgendwie auch wieder so Denkanstöße, wo man so denkt, ah, vielleicht könnte ich mal über das reden. Ja? Zum Beispiel ist ein Begriff gesehen, warum ich Diktatur gut finde. Und ist dann zum Thema geworden, dass wir in der Schweiz ja direkte Demokratie haben.
wo zum Teil auch über ein bisschen denkwürdige Sachen abgestimmt wird. Wo man dann so sagt, oh, okay, wenn man genug Unterschriften sammelt, dann kann man ja so ziemlich fast alles zur direkten Abstimmung bringen. Aber die Leute haben auch gecheckt, dass man dann natürlich mit dem das nicht ernst meint, sondern einen anderen Blickwinkel auf eine Sache bringt. So. Hat mir auf jeden Fall sehr Spass gemacht. So, dann ist Montag habe ich auch noch ein bisschen geschafft, noch ein bisschen geschrieben und Bürokrams erledigt. Und am Dienstag bin ich dann am 9 Uhr Morgen zum ersten Mal seit dem ganzen Covid-Gedöns geflogen. Und zwar, weil es nicht anders gegangen ist. Ich musste auf Zürich müssen. Und ich habe mich ohne Scheiß, ich habe so ein bisschen komisch gefühlt, ja? So an einem Flughafen. Was ist das? In einem Flugzeug, wo man oft wirklich, was man auch nicht mehr so oft sieht, Menschen so nah aufeinander hocken lässt. Und natürlich alle mit Masken etc. Und das ist noch interessant gesehen, weil wenn man etwas länger nicht macht, dann ist es auf einmal mega ungewohnt. Ja? Was aber toll ist, ist so Flughafen-Check-In-Kontrolle und so. Das ist der Wahnsinn, weil du musst jetzt eigentlich alles selber machen. Also, ich kann mich dann auch selber abtasten. Das haben sie gar nicht wollen, ich habe es trotzdem gemacht. Oh Gott, nein, sondern du läufst dann halt auf zu durch und du tust schnell alles aufs Gepäckband und läufst wieder durch. Ich glaube, ohne Sachen, es ist etwa 5 Minuten gegangen und ich bin schon beim Gate gestanden. So, okay. Das wäre ja toll, wenn es immer so war. Ja, aber geil, gib uns noch 2 Jahre und dann gehst mal so Anfang Juli an Euro Airport zum nächsten Flug nach Barcelona oder so und dann hast du völlig vergessen, dass Menschen mal mit Abstand haben müssen, irgendjemand auf sich selber schauen beim Einchecken und bei der Sicherheitskontrolle. Sondern dann wird man quasi wieder, wahrscheinlich die EasyJet-Flieger 2-reihig, wird man sie wahrscheinlich schon dann machen mit so Kajütenbettern, damit man möglichst viel betrunkene Menschen hin und her fliegen kann. Ja. Und zwar eben auch an so Ort wie, frag mich nicht, was ist noch? Es ist eigentlich recht viel nach, habe ich gemerkt, in Europa. So, das hat jetzt ein komisches Ende genommen, habe ich gerade gemerkt. Anyway, bin auf Zürich geflogen, weil dann haben wir Stand-up im Berner Theater gehabt. Doppelaufzeichnung, wo ich ja darf moderieren. Können wir immer auf UPC und all diese auf Puls. Jetzt weiß ich nicht mal, welches es ist. Puls 4 oder Puls 8? Einer ist der Österreicher, einer ist der Schweizer. Auf dem Schweizer. Es sind immer tolle Shows, machen mega Spass. Und es ist auch jetzt mit Maske und weniger Leuten. Ich habe das Gefühl, es ist die gleiche Stimmung. Weil es kommen zwar überall weniger Leute, zum Teil, weil man nicht mehr darf reinlassen, zum Teil aber auch, weil nicht mehr wollen kommen. Aber wo die Stimmung denn, wo die Leute denn sind, ist die Stimmung um die 20% besser. Das ist wirklich faszinierend. Also, Es freut mich auch wirklich künstlerisch, dass Menschen so Freude haben und man ihnen wirklich etwas Gutes tun kann. Das macht mega Freude. Das haben wir dann auch am nächsten Tag gemerkt. Am Morgen hatte ich noch schnell eine Probe gehabt, beim SRF Fernsehstudio. Dann bin ich auf Basel gefahren und habe zu oben Comedy im Balz gehabt. Auch mega, mega geile Show gesehen. Der Büssi war dabei, gewesen, unter anderem Sergio Satella, der Matteo, Kerstin Luhr, so Leute, wirklich super gesehen. Und der Büssi und ich haben am Schluss spontan Fragen beantwortet vom Publikum und das ist mega geil gewesen. Es hat super Spass gemacht, zusammen sich so fast so Ball hin und her spielen. Es ist wirklich so gesehen, so, ah, wenn ich mal gerade nichts Lustiges weiss, dann kommt der Büssi mit einem. Ja, und auf einmal fällt mir etwas ein und kann auch irgendeine Geschichte ergänzen und so. Und hat wirklich extrem Spass gemacht. Haben wir dann die Woche drauf gerade nochmal gemacht im Parterre. Das war vorgestern gewesen, ja. In Luzern. Ähnliches Konzept. Dann habe ich am 1. Oktober ganz viele Aufnahmen gehabt. Einerseits fürs Radio, Energy, Basel. Alte Kollegen, immer schön, die alle zu sehen.
haben wir so ein paar Sachen aufgenommen für das neue Programm. Bin auch bei ihnen vorbeigegangen in der IKEA. Die haben eine ganze Woche aus der IKEA rausgesendet. Wirklich so Küche, Schlafzimmer, alles vorhanden gewesen. So eine IKEA-Wohnung in der IKEA. Und dort das Radiostudio reingebaut. Und dann bin ich zurück auf Zürich gefahren, wo wir aufgezeichnet haben für wirklich eins der Highlights von meinem Leben, muss ich sagen. Hello Again, die Pop-Schlagershow vom SRF 1, kommt am 7. November. Und Viola Tami moderiert das. Und ich durfte Gast sein für so ein tolles Format, das heißt Lip Sync Battle. Hat komischerweise sehr viele Ähnlichkeiten zu einem Format von Jimmy Fallon, das heißt Lip Sync Battle. Und zwar zwei Leute. Sie sagen Prominente, ich weiß noch nicht, ob ich mir so sicher bin, zumindest in meinem Fall, treten gegeneinander an und Songs performen. Ja? Und natürlich quasi eben Playback. Ja? Aber ich habe dann gemerkt, bei einer Pop-Schlagershow hat man können sagen, wie alle anderen auch. Und es war mega lustig, der Fabian Rohrer, Olympia-Goldmedaille gewinnen, ja. Bin ich mega Fan gesehen als Golf, wo er noch wirklich gesnöbt hat. Er war mein Gegner gesehen und bei den Damen sind angetreten Kiki Mader und Anita Buri. Und ja, ich sage natürlich jetzt nicht, wie es ausgeht, aber wir treten an und danach kommt einer von den Herren weiter, einer von den Damen weiter und die singen dann zusammen nochmal in einem Finale. Aber viel geiler als das Lip-Sync-Battle ist eigentlich gesehen, dass ich die ganze Sendung dort in der Mitte konnte sitzen, auf dem Sofa. Jeder hat seine eigenen Sofa-Teile gekriegt. Und also schon ganz schon mit so Sitz und Lehne. Nicht so, du kriegst eine Lehne. Du kriegst das. Sondern schon so. Und ich bin in der Mitte gesessen. Und das heißt, ich habe die ganze Show quasi First Row gesehen. 10 Meter vor mir ist alles passiert. Und es ist der Wahnsinn gewesen, weil ich habe jetzt viel zu tun in letzter Zeit und ich habe jetzt nicht im letzten Detail den Showablauf gelesen. Ja? Und dann kriegst du nur so mit, irgendwie so, was da, Garderobe, aha. Und dann fängt die Show an mit dem fucking Jürgen Drews. Ja? Dann ist auf der Jürgen Drews 10 Meter vor mir gestanden, hat seine Hüfte geschwungen, als würde er mich auch mit Entfernung noch begatten. Und Bombe. Und dann, was alles auftreten ist, mein Gott, Bier zu Buben. Jetzt habe ich Bier zu Buben mal live gesehen. Dann haben wir noch nochmal einen Deutschen, wie heißt der? Ben Zucker. Mega EDM-Beat, wo er dann so drüber singt. So. Kollege aus Basel, Vincent Gross, Michael von der Heide, alles so nicht. Beatrice Egli und großes Highlight, Albano mit seinem grössten Hit, Felicita. La 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 la, Felicita. Und also, die müssen dann schauen. Ich erzähle dann sicher noch mal etwas über die Sendung, wenn es dann gelaufen ist, weil ich so zwei, drei Infos vielleicht jetzt noch nicht rauslassen sollte. Aber es lohnt sich. Ich kann nur sagen, es lohnt sich absolut. Es sind ein paar ultimativ geile Sachen passiert in dieser Show. Und ich hoffe, sie lohnt es drin. Ja? Es sollte meistens auch drinnen bleiben, behaupte ich. Ja. Tja, das ist der großartige Donnerstag gewesen, Medientag sozusagen. Freitag habe ich dann wieder reingeschafft wie ein Idiot und am Samstag hatte ich Wochenrundshow. Die einzige für jetzt eine Zeit. Die nächste ist glaube noch Ende November eine und dann nächstes Jahr wieder. Marius Bärs zu Gast gesehen. Was für ein unglaublich geiles Sieg. Komischerweise wird er noch bald in meinem Podcast sein. Ah, wer hat es gedacht? Ja? Also freut euch auf das. Wirklich sensationell gesehen. Und dann war ja auch schon Sonntag, gewesen, wo ich gesagt habe, so, jetzt eben, damit das Programm wirklich mein Bestes wird, ich hätte mich schon zufrieden geben nach den ersten zwei Tryouts, weil sie sind beide gut angekommen, sie haben beide auch sehr gut funktioniert. Also gar Kollegen zum Teil gehabt, die sind geschaut und gesagt haben, hey, super, also wirklich nur noch so, da ein bisschen etwas. Und irgendwie meine Ansprüche ist nicht gerecht worden. Ja, ich habe gefunden, ich muss jetzt noch richtig Gas geben. Und dann bin ich auf Freiburg gefahren.
Hat dort ein Hotelzimmer genommen, Motel One. Keine bezahlte Werbung oder so, aber ich finde Motel One schon ziemlich geil, muss ich sagen. Weil du hast einfach basic shit im Hotelzimmer mit einem Tischli, wo man auch daran arbeiten kann. Das ist für mich immer wichtig. Mega bequem im Sessel, mit Bett, wo du kannst drin pennen, mit einem easy Bad. Und vor allem, du hast eine Bar und eine richtig gute Bar. Und die habe ich nicht einmal gebraucht. Irgendwann bin ich einmal in so einer Karstadt, habe mir dort zu fressen gekauft, wirklich auch ungesundes Scheiß. Mein Gott, ich eine Zuckerration für sonst wahrscheinlich etwa 3 Monate oder so, habe ich mir in 2 Tage reingeschaufelt. Weil ich einfach gar nicht so richtig, ich habe noch mal Sushi genommen und so, aber ich bin nie Mahlzeiten essen so richtig. Ich habe einfach so einen grossen Kaffee geholt und dann wieder angesessen. Und habe eben einfach, Sonntag bin ich angekommen, dort habe ich noch nicht so viel gemacht, dann habe ich Montag, Dienstag, habe ich jeden Tag 14, 16 Stunden so. Jeden Tag eine Hälfte bin ich durchgegangen. Weil die ersten 2 Tryouts habe ich noch mit 2 Hälften gespielt. Aber jetzt will ich das Programm wieder am Stück spielen, wie das letzte. So, spannende Seiteninfo, die keine Sau für euch interessiert, ich weiß. Und ja, dann bin ich dort einfach in Freiburg gesessen und habe geschafft. Und es hat mega gut getan. Und vor allem dann eben zu sehen, wie das Ergebnis geworden ist, hat mich umso mehr gefreut. Mittwoch in Luzern gesehen, Comedy im Parterre, schon erzählt. Donnerstag noch das Tryout gehabt, das war schon gestern gesehen. Und zuerst, auch toll, ein Interview gegeben für eine Maturarbeit von einer mega, mega coolen jungen Frau, die als Maturarbeit Stand-up-Comedy in der Schweiz behandelt. Mega cool. Und einerseits für das mit Leuten geschwätzt hat, wie mir, und andererseits auch noch einen eigenen Auftritt als Maturarbeit macht. Und jetzt habe ich nochmal jemanden, der das machen wird. Und ich finde es mega, mega, mega geil. Ich weiß nicht, wie oft ich mega jetzt schon gesagt habe in der letzten halben Stunde. Ich fühle mich ein bisschen Dieter Bohlen-mässig. Mega, ey, mega, ey. Aber trotzdem, es ist wirklich so. Ich finde es so schön, dass Leute Interesse haben an Comedy als solches, an Stand-up-Comedy. Auch testweise mal selber ausprobieren, ob sie es dann wirklich weitermachen, ist ja völlig wurscht. Und einfach mal sich in das Gebiet begeben und mit dem auch ein Interesse an Schweizer Stand-up-Comedy kriegen. Weil ich finde es geil, dass mit Netflix und so Sachen jetzt auf einmal alle Menschen, noch nicht alle, aber viele wissen, was Stand-up-Comedy ist. Das ist wirklich vor ein paar Jahre zum Teil noch nicht vorstellbar gesehen. Aber noch wichtiger ist fast, dass die Leute wissen, das gibt es im Fall auch bei uns. Und zwar auch mit Menschen, die dann etwas erzählen, wo ich sonst sicher nie höre. Und wo ich mich als in der Schweiz lebender Mensch auch irgendwie abgeholt fühle. Weil das irgendwie auf mich zutrifft und auf meine Umgebung. Ich liebe englische, amerikanische Stand-up-Shows. Und logischerweise, wenn man sich mit dieser Kultur ein bisschen auseinandersetzt, dann kann das auch geil sein. Aber ich empfinde immer noch mal einen anderen Modus, sozusagen, wenn man merkt, da geht es jetzt um etwas, wo wir zusammen erleben. Ja? Und darum, mega schön, dass es das gibt. Die Rina hat sie geheißen, hat bombastische Fragen gehabt. 2 Stunden lang haben wir geschwätzt, alles Mögliche wollen wissen. Mit ein paar anderen geschwätzt, Kiko, Charlie hat sie schon geschwätzt, mit Fabio. Also fühle mich auch geehrt, dass ich zu dieser Gruppe dazugehöre. Und das war gestern gewesen. Und heute dann gerade nochmal. Es ist noch gut gewesen, habe ich das gemacht mit ihr, weil dann habe ich so 2, 3 Antworten habe ich schon rausballern können. Oft wiederholen sozusagen. Für ein Interview mit der Basler Zeitung. Heute. So, das ist viel länger gegangen als gedacht. Darum habe ich jetzt ein bisschen später den Podcast aufgenommen, weil ich dachte, ich lade irgendwann so Anfang Nachmittag auf. Aber ich glaube, es ist jetzt auch niemand irgendjemand gesessen und gefunden, hey, wieso ist der noch nicht online? Sondern vielen, vielen Dank, habt ihr bis jetzt gelost. Und ich hoffe, ihr habt euch nicht zu fest gelangweilt. Es ist immer noch ein absurder Gedanke, dass ich da in dem Fall jetzt gerade ein Handy reinschwätze. Und das nachher hat mittlerweile recht viele Leute gehört. Mehr als an Shows bei mir. So,
Das wär's gesehen. Ich gehe das Wochenende jetzt noch mal ein bisschen in die Barrikade. Sagt man das? Keine Ahnung. Tue noch ein bisschen die letzten Details vom Programm schleifen und dann sehe ich euch bald auf Tour. Und freue mich, wenn ihr weiterhin loset und schaut. Danke für die Liebe, danke für den Support. Und schaut ein bisschen auch zueinander. Habt Rücksicht vor allem. Ja, nicht jeder Mensch ist gerade automatisch ein Arschloch, weil er eine andere Meinung hat und umgekehrt. Also probiert ein bisschen offen zu sein, tolerant und habt euch gern. Das war's von mir. Bis bald. Peace. Oh,